Der Mikro-BHKW-Markt wird ganz klar von Verbrennungsmotoren dominiert. Zwar konnten sich im noch kleineren Nano-BHKW-Segment bereits Freikolben-Stirling-Motoren etablieren und auch die Brennstoffzellen-BHKW befinden sich endlich in ihrer Markteinführungsphase, Gasturbinen hingegen waren bisher nur bei größeren Kraftwerken anzutreffen. Das niederländische Unternehmen MTT zeigte auf der Hannover Messe dabei einen sehr innovativen Ansatz, wie sich aus einem bereits in Masse gefertigten Kfz-Turbolader eine Mikrogasturbine mit 3 Kilowatt elektrischer Leistung konstruieren lässt. Herzlich willkommen in Hannover Messe 2015 bei dem Stand von MTT, eine niederländische Firma, die eine Mikrogasturbine entwickelt hat. Die Mikrogasturbine wird benutzt in ein Mikro-KWK-System. Das produziert 3 Kilowatt elektrische Lasten und 15 Kilowatt Wärme. Und das ist speziell entwickelt für mehr Familienhäuser, größere Häuser, ein Haus mit einem Schwimmbad oder in die leicht commercial sector für Hotels, Fitnesscenters, Restaurants und so weiter. Das große Vorteil von einer Gasturbine ist die sehr niedrige Wartungskosten. Viel niedriger dan wie Gasmotoren oder Fuel Cells. Und das ist nicht unsere Empfindung, aber das ist die Realität. Jeder Techniker kann sich das bestätigen. Das zweite Vorteil ist, dass wir für die Turbine, wir haben dafür Turbolader-Unterteilung genutzt und das macht das System viel billiger dan andere KWK-Systeme. Er steht hinter mir ein System, das produziert 3,8 Kilowatt, die Turbine. Und das ist alles ganz einfach gebaut aus Turbolader-Unterteilung. Wir sind Mitte 2013 angefangen mit Feldversuch. Wir haben erstmal 10 Systeme im Feld gesetzt, in Zusammenarbeit mit Drewag, Stadtwerke Bielefeld, E.ON und auch niederländische Energiefirmen. Die erste Phase von der Feldversuch war, um die Reliability von das System zu testen und zu verbessern. Das ist jetzt. Laufen die Systeme noch immer, aber wir sind auch angefangen seit Mitte Februari mit der zweite Phase Feldversuch. Und daar willen we ook die business cases valideren. Het systeem is jetzt ontwikkeld voor erdgasbenutzung, maar we hebben ook ontwikkelingen samen met het Oil-Warme-Instituut in Herzogenrath voor een brenner op Heizöl. En ook LPG is in die ontwikkeling. Wir erwarten, dass das System in Anfang 2016 auf dem Markt erscheint. Wir sind jetzt, bauen wir ein Netzwerk auf von Installationsfirmen und wenn Sie dafür Belangstelling haben, dann können Sie immer anrufen. Von der Feldversuch haben wir bestätigt gefunden, dass die Wartungskosten sehr niedrig sind. Die Target von der Wartungskosten ist nur 1,3 Eurocent pro Kilowattstunde Elektrizitätsproduktion. Das ist viel niedriger dan Gasmotoren, aber das ist der Vorteil von einer Gasturbine. Wir erwarten, dass das System in 2016 auf dem Markt wird eingeführt, in Deutschland oder in die Niederlande. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie uns finden auf www.enertwin.de oder enertwin.com. Und ich danke Ihnen für die Andacht und sehen Sie gerne. Mikrogasturbinen im kleinen Leistungsbereich können zwar nicht mit einer hohen Stromkennzahl punkten, vermeiden aber die sehr hohen Wartungs- und Reparaturkosten von klassischen Verbrennungsmotoren. MTT erwartet eine Lebensdauer der Enertwin-Turbine von rund 30.000 Stunden und selbst im Falle eines Defekts soll eine Austauschturbine mit nur 700 bis 800 Euro wesentlich günstiger sein, als die Instandsetzung eines Verbrennungsmotors kosten würde. Das vollkommen neue Konzept des Enertwin dürfte daher ab 2016 eine echte Bereicherung für das Mikro-KWK-Marktsegment werden.